Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu Let's Play White Knight. Ja, es ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich die letzte Folge rausgebracht habe. Das lag leider an, sagen wir mal, technischen Schwierigkeiten. Also, ich kann mal ganz kurz erzählen, was passiert ist. Ich habe weiter aufgenommen, habe eine Aufnahmesession gemacht, in der ich das dritte Kapitel abgeschlossen habe. Also, ich habe erst das zweite Kapitel abgeschlossen und dann noch das dritte. Dummerweise ist mir diese Aufnahme komplett flöten gegangen. Die ist komplett gecrashed. Und in diesem Spiel kann man nicht mehrere Spielstände anlegen. Das heißt, ich hatte dummerweise dann schon überspeichert das Ganze währenddessen, während der Aufnahme. Und ja, da wird's finster. Ich mach mal kurz Pause, damit wir hier nicht so viele Streichhölzer verschwenden. Genau, dadurch musste ich nochmal komplett nachspielen von vorn. Und das war natürlich ein bisschen doof. Aber es hat auch was Gutes. Ich habe nämlich noch 5 Schriftstücke gefunden, die wir vorher noch nicht hatten. So, jetzt muss ich bloß mal auf mein Zettelchen schauen. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, welche das waren. Okay, ich habe im Salon ein Stück Zeitung gefunden. Ein Stück Zeitung ist auch interessant, ja. Und einen Auszug von Margaret. Außerdem habe ich in der Bibliothek auch noch einen Zeitungsartikel gefunden. Fangen wir also erstmal mit den Zeitungsartikeln an. So, wir hatten schon Rendezvous mit dem Schicksal 2-mal gelesen, aber Rendezvous mit dem Schicksal 1 hatte ich jetzt erst gefunden. So, und da wollen wir mal reinschauen. Für zu viele von uns war die politische Gleichheit, die wir einst errungen hatten, bedeutungslos angesichts der wirtschaftlichen Ungleichheit. Ein kleiner Kreis hatte in seinen Händen die Kontrolle über nahezu alles konzentriert. Den Besitz, das Geld, die Arbeitskraft, ja, das Leben anderer. Für zu viele von uns war das Leben nicht mehr frei, Freiheit nicht mehr real und die Menschen konnten nicht länger das tun, was sie glücklich machte. Um gegen eine derartige Tyrannei der Wirtschaft anzugehen, konnte der amerikanische Bürger sich nur an die organisierte Macht der Regierung wenden. Die Wirtschaftskrise von 1929 entblößte den Despotismus als das, was er war. Die Wahlen von 1932 hatten das Mandat der Bürger, dem ein Ende zu setzen. Und unter diesem Mandat soll es auch beendet werden. Franklin Delano Roosevelt, 27. Juni 36. Das finde ich interessant. Franklin D. Roosevelt hat die Tyrannei der Wirtschaft angeprangert. Das klingt eigentlich so nach einem, weiß ich nicht, das klingt so nach Rhetorik von Kommunisten. Und das, wo die Kommunisten, wo Kommunist nur so ein Schimpfwort in Amerika eigentlich schon fast ist, wo die so allergisch darauf reagieren, auf Kommunisten, ne? Aber Franklin D. Roosevelt hat selbst eigentlich Wörter in den Mund genommen, die man sonst eher Kommunisten oder Sozialisten in den Mund legen würde. Finde ich interessant. So, dann haben wir noch Opfer der Krise. Das ist dann wahrscheinlich auf Seite 2. Ah, ja, hier oben. Okay, offenbar haben wir eins, das wir noch nicht gefunden haben. Schauen wir da auch noch rein. Die Leiche eines ca. 40 Jahre alten Mannes wurde gestern Morgen im Burns Industriegebiet gefunden. Laut der Polizei starb er an extremer Unterernährung, kombiniert mit exzessivem Alkoholkonsum, Entschuldigung. Er ist bereits der 4. Verhungerte diese Woche in der Gegend, in der viele Fabriken schließen mussten und wo die Arbeitslosenquote 60% erreicht hat. Die Behörden scheinen machtlos gegen die Unterernährung und die Alkoholprobleme, und auch die Gemeinde ist nicht in der Lage, sich der Sache anzunehmen und die Krise abzuwenden. Die Regierung scheint nicht die Mittel zu haben, die eigenen Bürger zu schützen. Oder vielleicht will sie es ja gar nicht. 1934, na dann. Okay. Das war jetzt ein Zeitungsartikel, den ich in der Bibliothek gefunden hatte. So, dann, wie gesagt, habe ich noch im Salon eine Nachricht von Margaret gefunden. Tagebucheintrag Nummer 18. Hier. 2. April 1914. Es ist Frühling und der Blütenstaub löst unerträgliche Allergien aus. Die Schatten Henrys und seiner Vorfahren spuken im Herrenhaus umher. Das Haus gehört jetzt mir und ich versuche, es repräsentabel zu gestalten. Das wird William nicht gefallen, aber sei es drum. Er muss lernen, was die Macht, die Dinge zu verändern, erst verdient werden muss. Ich bin immer noch seine Mutter. Er scheint nicht zu verstehen, was es bedeutete, ein Bostoner Brahmane zu sein. Ich habe das auch erst begriffen, als ich älter wurde. Ich habe mich bemüht, die besten Worte zu finden, deren Bedeutung ich heute auskoste, und ihm nahezubringen, welchen Beitrag sein Vorfahr John Venter, der 1710 nach Boston kam, zum Aufbau der Stadt leistete. Es ruht eine Pflicht auf den Schultern der protestantischen Elite von Neuengland. Ich schloss mit folgenden Worten ab: Wir sind die Vergangenheit und die Zukunft dieser Stadt, William.
Er zuckte nur die Achseln und ging Klavier spielen. In diesem Kind steckt eindeutig zu viel von seinem Vater. Okay, und dann habe ich noch zwei Auszüge aus Williams Tagebuch gefunden. Beide in der Abstellkammer, denn ich habe festgestellt, ich hätte nochmal in die Abstellkammer reingehen müssen mit einem Streichholz. Ihr wisst noch die Abstellkammer, in der wir mal wieder in einen Traum gefangen wurden? In der wir keine Streichhölzer mehr hatten, als wir aufgewacht sind. Genau dort gab es nämlich ganz knapp abseits des Lichtkegels der Lampe noch zwei Bücher. Und ich bin der Meinung, die hätte ich auch entdeckt. Ich habe bloß blöderweise vergessen, als ich dann Streichhölzer hatte, auch nochmal reinzuschauen mit den Streichhölzern. So, jetzt habe ich sie aber mit eingesammelt. Und zwar, der erste ist Auszug Nummer 19. 30. Juni 1928. Eine nach der anderen kamen die Stimmen wieder. Ich dachte, ich wäre für immer frei. Ich war so naiv. Die Fäulnis liegt zu tief. Heute Nacht musste ich es wieder tun. Unten ist ein neues Mädchen, gefesselt auf dem Thron der Schlampe. Ihre Haare sind so schwarz wie die von Mutter. Das gruselt mich, rechtfertigt aber das Töten. Ich fasse sie nur mit Handschuhen an. Ich muss an meiner Vorgehensweise feilen. Das erste Mal war zu brutal, zu hastig. Luna ist subtil. Sie weiß, dass Blut kostbar ist. Man darf es nicht aus Wut oder Angst vergießen. Es muss ein bewusster Akt sein. Ich könnte Drogen nehmen, wie es manche Indianerstämme tun, um das Ritual schärfer wahrzunehmen. Aber es dauert seine Zeit, sie zu importieren. Jedenfalls ist Luna heute Nacht schwach, aber sie ist noch da. Sie wartet. Sie lauert darauf, mich handeln zu sehen. Oh Mann, dieser Typ hat echt einen Schaden gehabt am Ende. Das ist echt traurig. So, und noch Auszug 23, den habe ich auch noch gefunden. 8. Juli 1928. Ich habe heute Nacht zu viel getrunken. Ich bin im Lagerraum aufgewacht. Ich hielt das Messer in meiner Hand so fest, dass ich beim Loslassen aufschrie. Ich hatte geträumt. Als ich ein Kind war, hatte sie mich ständig in diesem Raum eingesperrt. In dieser Nacht, dieser dunklen und mondlosen Nacht, berühren mich kalte Finger die Nägel scharf wie Klingen. Ich höre ihre unerbittliche Stimme, die durch das Haus schwingt, und sehe ihre leeren Augen. Ich bin 13. Ich fange an zu schreien. Mutter öffnet die Tür und schreit mich an. Ich versuche zu entkommen. Sie stößt mich zurück. Ihr Weinglas zerbricht in ihrer Hand. Blut fließt und tropft auf den Boden. Ein silberner Strahl dringt durch das Oberlicht und fällt auf das rote Blut. Luna erscheint erneut in voller Pracht am Himmel. Mutter macht einen Schritt zurück und zum ersten Mal sehe ich Furcht auf ihrem Gesicht. Sie hat Angst vor mir. Ich habe auch Angst, zittere jedoch vor Aufregung. Luna, in dieser Nacht verstand ich, was dein Lieblingswein ist. Es ist der Wein, der durch die Adern von schwarzhaarigen Frauen fließt, der dich am Himmel scheinen lässt. Und da war es geschehen. Das war der Keim zu seinen Untaten. Ich habe übrigens auch einige Bilder gefunden. Ich kann euch allerdings nicht sagen, welche. Wir können ja nochmal kurz von oben anfangen, drüber zu schauen. Ich glaube, die meisten davon hatten wir. Also gerade so diese Familienbilder, auch William als Baby. Die Firma, das hatten wir auf jeden Fall auch. Das hatten wir, den 7. Geburtstag. Ich glaube, rechts William 6 Jahre, frönt bereits Tagträumen. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. So, dann hier die Bilder von Mond. Die hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Hier fehlt immer noch eins, ist ja traurig. Bei dem bin ich mir nicht sicher, bei den Hausfrauen, ob wir die schon hatten. Könnte sein, dass wir die jetzt neu dazugekriegt haben. Okay, Claire de Lune hatten wir. Das hatten wir auf jeden Fall noch nicht, würde ich denken. Die Mutter von Männern, meine Mutter, du ermöglichst es mir, ein Mann zu sein. Klingt irgendwie komisch. Na gut, ansonsten würde ich denken, den Rest hatten wir soweit bereits. Die Hexe hatten wir auf jeden Fall schon. Genau, und eine Sache ist mir noch aufgefallen, und zwar, als ich das jetzt nochmal neu angespielt habe, das Ganze, habe ich festgestellt, dass draußen ein Grab von William existiert. Das heißt, William müsste wahrscheinlich schon tot sein, oder es ist halt, hat irgendeine andere Bedeutung, das Grab, dass er vielleicht gesagt hat, William ist tot, jetzt gibt es nur noch den Wolf von Black Lake oder was weiß ich. Auf jeden Fall gibt es draußen schon ein Grab, auf dem William steht, ohne Datum aber. Und damals, als wir da angefangen haben mit dem Spiel, hatte ich die Namen ja noch nicht so intus, deswegen ist mir das gar nicht aufgefallen am Anfang. So, jetzt legen wir aber mal los
Wir sind wieder hier. Ein Problem gibt es natürlich, und zwar, ich kenne jetzt natürlich erstens schon so ziemlich alles bis zum Ende des dritten Kapitels. Man konnte den Globus öffnen, doch etwas blockierte ihn. Und zweitens haben wir natürlich noch das Problem, mir wird nicht angezeigt, was jetzt neue Schriftstücke sind. Das heißt, wir müssen mal schauen, ob wir wirklich alle zusammenkriegen. Es war also die Erde, seltsamerweise mitten im Zentrum des Sonnensystems. Wir können sie drehen. Und das legt einen Mechanismus frei. Also wie gesagt, ich weiß es jetzt natürlich schon, deswegen will ich jetzt auch nicht lange so tun, als ob ich hier nichts wüsste. Hier können wir ja ein bisschen gezielter vorgehen. So, wir schauen uns das Ganze erstmal an. Hier können wir drehen. Ohne Licht könnte ich etwas zerbrechen. Stimmt, wir brauchen erstmal Licht. Und das kriegen wir über den Kamin. Kümmern wir uns erstmal darum. Und falls wir uns erinnern, Selina hatte uns den Weg zum Balkon geebnet. Musik spielte eine wichtige Rolle im Leben der Vespers. Darum würde ich auch sagen, wir gehen direkt zum Balkon und schauen uns mal draußen um. So, hier draußen gibt es auf jeden Fall Mondlicht und auch Selina ist da. Selina suchte nach Frieden. Ich musste ihr helfen und ihre Qualen beenden. Denn Selina ist hier draußen in einer Dauerschleife ihres Freitodes gefangen. Okay, wir sacken mal das Stück Holz ein. Und rechts auf dem Balkon haben wir noch ein zweites, das wollen wir natürlich auch mitnehmen. Dieses Holz würde mir Licht und Wärme spenden, sobald ich die Feuerstelle gefunden hatte. Oh, wir wissen, wo die ist. Schauen aber erstmal hier rein. Norwegen von Selina Sandvik. Still. Der Morgen meines 16. Jahres bringt den Schnee. Ich sitze zitternd im Garten und der Schnee fällt auf dein goldenes Haar, das ich mir bürsten will. Pa sitzt am Klavier, er nennt mich Kalypso, wie die Blume in den Fjorden. Er sagt, sing dein Lied, das den Frühling sieht, sing für den Trieb, der im Wind sich wiegt. Sing, still. Und im Garten fällt der Schnee, Flocken aus meinem Flüstern, landen auf alten Fingern, die zur Musik auf Tasten tanzen ich seh. Auf Vaters Wange ein Kuss und voller Glück ich in den Wald rennen muss. Sing, still. Meine Schritte ein Flüstern lassen flüchtige Noten zurück in der Watte am Boden. In Norwegen schneit es, der Morgen meines 16. Jahres bringt den Schnee. Still. Das Gefühl noch zu stark für das Lied, das ich mag. Die Musik der Natur meinen Körper durchdringt, will zu den Klängen mich wiegen, will riskieren, will fliegen. Und ich sing, sing, sing. Ja, ich glaube, sie hat ihre Heimat auch ein bisschen vermisst. Gut, sie war ja auch nicht die allzu glücklichste, sag ich mal, ne? Sie hatte ja auch kein einfaches Leben dann in Amerika gehabt, als sie sich dann losgesagt hatte von ihren Eltern. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das schon hatten. Ich lese es jetzt einfach mal mit vor. Tut mir leid, wenn wir es in der letzten Folge vielleicht schon mit hatten. Oder in der letzten Aufnahme. Ich bin mir halt wirklich nicht mehr sicher, weil das schon eine ganze Weile her ist, dass die Aufnahme gemacht wurde, von der die letzte Folge stammt. 17. September 23. Ich habe ein paar seltene Aufnahmen von Jelly Roll Morton, der Original Dixieland Jazz Band, Louis Armstrong und seinen Hot Five, Bessie Smith, Fats Waller, dem Fletcher Henderson Orchestra und Duke Ellington bestellt. Oh, ich glaube, die hatten wir doch schon, ne? Kommt mir zumindest sehr bekannt vor. Gut, dann lasse ich es auch mal. Ansonsten, falls ich es doch noch nicht hatte, könnt ihr es selber lesen. Ich glaube aber schon, dass ich das schon hatte. Und hier haben wir einen Lichtschalter, der aber dummerweise nicht geht. Wollte ich nur mal mit präsentieren, dass es den auch gibt. Viele dieser Bücher hatten alte und komplizierte Namen. So, aber dann kümmern wir uns zuerst mal um den Kamin. Feuer konnte ein Verbündeter sein. Aber ich brauchte Holz. Das Holz haben wir ja. Also rein damit. Am besten bevor das Streichholz ausgeht. Das wäre ganz gut. So. Das sollte reichen. Aber für wie lange? Gut, damit haben wir jetzt hier zumindest einen kleinen Lichtkegel für uns. Ich werde mir mal kurz neue Streichhölzer schnappen.
Und jetzt widmen wir uns dem Rätsel mit dem Planeten hier. Wir haben zwei Schalter. Und jetzt sehen wir auch, was passiert, wenn wir die drücken. Hier können wir die Planetenbahn verändern. Und hier unten auch. Allerdings jeweils andere Planeten. Und wir müssen die jetzt in Konjunktion miteinander bringen. Also in eine gerade Linie. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie es genau aussah, aber es könnte so ungefähr ausgesehen haben. Ich glaube noch nicht so. Ich glaube, wir müssen die jetzt linke Planetenkugel noch zwischen Erde und Mond bringen. Oder? Nee, das passt nicht. Machen wir nochmal. Oder war es der Saturn, den wir dazwischen bringen mussten? Ich glaube so. Lass mal probieren. Und zwar müssen wir jetzt an die Kugel ran, an der wir schon rumgedreht haben. Der Mechanismus hinderte mich daran, an den Inhalt des Mondes zu gelangen. Siehst du mal, ich habe es mir nicht richtig gemerkt. Das ist ja super. Okay, dann probieren wir es nochmal mit dem unteren Schalter jetzt mal. Ich würde denken, der Saturn ist an der richtigen Stelle. Nee, eigentlich muss die ja von hin. Das geht nicht anders. Die muss auf jeden Fall im Feuerschein sein. Okay, also nochmal zurück. Die muss auf jeden Fall davon hin. Das kann nur mit den anderen zusammenhängen, bis die nicht richtig sind. So. Machen wir nochmal hier oben. Dann bringe ich die mal so rum in Konjunktion. Das sieht eigentlich auch nicht falsch aus. Probieren wir es nochmal. Ist immer noch nicht richtig, okay. Wir haben einen kleinen Hinweis, den kann ich euch dann gleich nochmal zeigen, wenn wir es gelöst haben. Und zwar ist das ein Buch, auf dem... Nee, ich glaube mit dem Saturn auf der Seite, genau, so ist es, glaube ich. Jetzt müsste es stimmen. Und zwar ist das ein Buch, auf dem auch Planeten, die in Konjunktion zueinander stehen, abgebildet sind. Und da ist der Saturn nämlich mit dabei, würde ich denken. So, jetzt müsste es gehen. Ja. Der Mond öffnete sich. Ich brannte darauf zu sehen, was sich im Inneren befand. Selina und William, letzter Brief. Etwas Kleines fiel mit einem metallischen Flüstern aus den Seiten. Mein lieber William, schon als ich ein kleines Mädchen war, hat Musik in meinem Kopf gelebt. Ich sang für meinen Vater und meine Mutter, für Freunde im Orchester, ein Publikum, das immer mehr hören wollte. Und es war meine Art, ihnen zu zeigen, wie sehr ich sie liebe. Doch dann nahm mir das Leben alles und meine Stimme wurde ein bloßes Werkzeug, damit ich im hinterwäldlerischen Black Lake überleben würde, genug verdienen, um mir etwas zu trinken kaufen und all das hier vergessen zu können. Die Spieluhr, die ich dir gab, ist eine Stimme, gefangen in einem Käfig. Es ist meine Stimme und sie gehört jetzt dir. Ich will, dass du dich daran erinnerst, wie du mir meine innere Stimme zurückgegeben hast. Du hast sie mit der Musik befreit, die du für mich komponiert hast. Die Serenade für ein Mondmädchen ist die schönste Liebeserklärung, die mir jemals gemacht wurde. Ich werde für dich singen, auf dass du den Schatten dieses bösen Hauses entkommen mögest, in dem du lebst. Ich will, dass diese Welt dich kennenlernt. Ich küsse dich leidenschaftlich. Und da ist unser Schlüssel. Der Schlüssel war zu klein, um eine Tür zu öffnen. Eine Kiste vielleicht. Oder eine Spieluhr. Wenn wir uns die Form des Schlüssels so anschauen, sehen wir das Venus-Symbol darauf. Wir erinnern uns, die Spieluhr unten im Salon, die hatte genau dieses Venus-Symbol oben drauf. So, dann kann ich euch das nochmal zeigen. Und zwar gibt es... Geh mal durch, bitte. Und zwar gibt es hier drüben ein Buch, bei dem ich mich noch gewundert hatte, was es denn eigentlich soll. Hier sehen wir das. Da haben wir den Saturn, die Erde und den Mond dann wahrscheinlich auch direkt dargestellt. Ausrichtung der Planeten. So, hier drüben hatten wir noch ein Buch. Das schauen wir vielleicht mal zumindest an. Ich weiß nicht, ob wir es hatten. Ja, das hatten wir auch, glaube ich. Ich würde denken, ich habe das schon alles gelesen, bevor ich die Aufnahme beendet hatte. Ne? Ich hätte natürlich nochmal reinschauen können. Das wäre nicht ganz falsch gewesen. So, aber alles, was hier jetzt in dem Raum ist, werde ich bloß nochmal
Also ich werde es mir nochmal mit anschauen, aber nicht nochmal vorlesen, weil ich halt denken würde, dass ich die schon hatte. Und wenn doch eins noch nicht gelesen wurde, dann war es halt noch nicht dabei. Egal. So, hier drüben ist zu. Wir werden jetzt aber erstmal speichern. Denn gleich wird es gefährlich. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Gleich wird es richtig übel. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hier nochmal speichern jetzt. Denn wir werden gleich ziemlich unangenehme Zeiten durchmachen, sage ich mal. Ja, geh erstmal ins Licht wieder. So, na dann, auf geht's. Durch die Tür. Und dann ab nach unten. So schnell wie möglich. Vielleicht schaffen wir es noch direkt mit dem Streichholz. Ich bin mir nicht sicher, aber könnte klappen. Das Blöde ist nämlich, wir müssen ein Streichholz anhaben, um die Treppe runtergehen zu können. Komm schon, komm schon, komm schon! Ja! Geschafft. Okay, damit wieder ab ins Erdgeschoss. Und dann wollen wir mal schauen, was wir in der Spieluhr denn Schönes finden können im Inneren. Und was uns hier unten erwartet. So. Ich würde sagen, ich glaube, hier drüben kommen wir gar nicht lang. Ich kann gleich nochmal schauen, aber ich werde erstmal den Schrank hier zur Seite schieben. Solange ich kein Streichholz in der Hand habe. Hier können wir uns nämlich einen Durchgang schaffen, der uns hinüberführt in diese Haupthalle. Ich würde denken, die Tür hier drüben ist zu. So, schauen wir mal. Ach Typ, musst du die Streichhölzer denn immer so verschwenden? Schon besser. Genau. Die ist zu. Da hat die Schreckschraube mal wieder vorgesorgt, dass wir einen anderen Weg nehmen müssen. Aber das lässt sich ja... einrichten. Wieso ist eigentlich hier das Licht aus? Wer ist denn dafür zuständig? So, zumindest sind wir schon mal hier. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ach Mann, verschwende die doch nicht so. Junge, könntest du bitte die Streichhölzer nicht verschwenden? Danke. Sehr freundlich. Auch hier ist zu. Gar nicht gut. So, aber wir probieren es einfach mal hier drüben. Okay, auch das Licht ist noch an. Ich werde auch hier nochmal speichern gerade. Noch gab es ja nichts Schlimmes, ne? Aber der Sturm wird stärker. Okay. Schauen wir es uns an. Der Schlüssel passte problemlos in das Schloss. Notenblätter für Klavier. Mondgeflüster von William Vesper. Und auch jetzt speichere ich nochmal. Wir haben schon gesehen, die Tür fällt zu. Jetzt wird's äußerst unbequem für uns. Und jetzt werde ich auch einige Male sterben, denke ich. Denn jetzt macht Margaret ernst. Oh shit. Dieses Miststück kommt hier in Massen vor. Und da bin ich direkt reingelaufen. Jetzt ist es wirklich eine Glückssache, das kann ich schon mal sagen. Denn hier laufen sehr viele Kopien von Margaret rum und alle sind mobil unterwegs. Man kann nicht den Überblick behalten dabei. Das heißt, es ist jetzt wirklich eine Glückssache, dass ich hier durchkomme irgendwie. Okay, neuer Versuch. Wir probieren es mal wieder gleich hier am Rande lang. Halt! Nicht direkt in sie rein! Ah, verdammt! Okay, ich würde denken, beim letzten Mal bin ich aber damit ganz gut durchgekommen, dass ich relativ schnell los bin und am Rand geblieben bin.
Warum hast du das Streichholz mit ausgemacht gerade? Oh, wir sehen es schon, hier sind gleich zwei auf einem Haufen. Ihr seht, was hier los ist. Shit, da war schon wieder die nächste. Okay, bin ich vielleicht doch näher am Tisch lang? Kann das sein? Hier wird's echt heftig. Das ist. Also die Ecke ist wirklich mies. Die ist echt gemein. Also es ist eine von zwei richtig miesen Ecken, die wir jetzt hier in der Aufnahme erleben werden. Bitte, du hast nicht mehr so viele Streichhölzer, verschwend die nicht auch noch. Komm, wir machen mal näher am Tisch lang. Oh Gott, das klappt! Das klappt! Sehr gut, wir sind durch. Aber hier wird es nicht besser. Schnell in die Küche. So, jetzt muss ich erstmal neue Streichhölzer sammeln. Okay. Wir kommen nämlich auch durch die andere Tür nicht mehr durch, aber zum Glück ist hier drüben jetzt offen. Hier kommen wir jetzt zum Glück durch. Denn Margaret hat... Oh shit, ich bin falsch rumgelaufen. Nein, nicht... Nein, 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 nein. Junge, nicht an der Stelle versagen. Denn Margaret hat in ihrer Wut offenbar ein bisschen gewütet hier und was zerbrochen. So, wir haben es geschafft. Ab nach oben, bloß weg hier.